So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit einem teuren Sieg. Ja, ich hab's geschafft. Ich habe jetzt das nochmal zweimal probiert. Und ich hab's einmal hier probiert, das war katastrophal, weil dann gleichzeitig beide Armeen reinkamen. Und das habe ich dann abgebrochen, weil mit fast toten Pikinieren schon am Anfang braucht man gar nicht anzufangen. Und der hat dieses Mal richtig gut gemacht. Der hat zuerst die Pikiniere eigentlich noch weiter dezimiert mit den Fernkämpfern, obwohl ich davor eine Puffer-Einheit hatte. Das war denen egal. Ich habe es jetzt quasi so gemacht wie davor. Mein General ist übrigens gestorben, als er da stand. Also hier war die ganze Action, der stand hier und dann ist ein Pfeil gekommen, bam. General ist tot. Ja, also es war vorhergesehen, sage ich mal, dass unser toller General stirbt. Genau, richtig lächerlich. Naja. Auf jeden Fall habe ich das ja jetzt so geändert, dass ich hier, also hier eine Pikinier-Einheit, hier und hier und da nochmal Unterstützung mit Hügelmänner und hier war der Elefant und ein paar Pferde, sieht man, ja, genau. Und dann hier habe ich dieses Mal auch Mannequins hingestellt. Und Elefanten und den General und hier alle Pferde. Der Vorteil war, dass der dieses Mal relativ lange gebraucht hat. Also die waren eigentlich schon alle drin, als der dann angefangen hat, das Tor zu zerstören. Und dadurch konnte ich dann hierhin auch nochmal die, also mehr Kavallerie hin tun. Und hier ist übrigens mein Elefant dann gestorben, weil der ausgerastet ist und ist hier durch und ja, einfach nur dumm. Naja, egal. Genau. Aber ja, ich habe es gerade so geschafft. Ich werde das jetzt so lassen, weil ja, also wenn die komplett gleichzeitig angegriffen hätten, hätte ich es niemals geschafft. Also an sich wäre es für mich auch tatsächlich in Ordnung zu sagen, so ja, das habe ich nicht geschafft, aber das war tatsächlich, also ich versuche es immer, wenn ich die Schlacht nicht schaffe und ich denke, das war dumm. Also das hätte ich schaffen können. Dann ist es so, dass ich... das ist schade. Aber ja, das war der Blöde. Ja, im ganzen Haus werden die Rollläden runtergemacht. Seid ihr bald fertig? Genau. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich das schaffen kann, dann probiere ich es noch zweimal. Also, dass ich insgesamt dreimal gespielt habe. Und wenn es dann... Ja, nicht so... Also, wenn ich das dann verloren habe, dann lasse ich es. Dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Ja. Das ist übrigens mega komisch, dass die wirklich... Der will mich verarschen jetzt, oder? Das speichere ich eigentlich jetzt nicht, weil wenn ich jetzt verliere, dann er hat es richtig verdient. Alter. Was ist denn bei dem verkehrt? Also. Oh. Und die sind auch noch kaputt. Danke, dass du hier angreifst, aber ich glaube, der wird hier auch an... Ich habe so die Befürchtung. Kommt eine Phalanx! Ja, Kommandant!
dass er hier rein chargen will. Zumindest mit der Kavallerie. Zwei Elefanten habe ich hier. Ja, nun. Oder checkt er das gar nicht? Okay. Er checkt es nicht. Er checkt es gar nicht. Ah, das ist jetzt blöd. Der checkt es. Der tut das checken. Also an sich, was gut ist, ist, dass das wirklich nicht gute Kämpfer sind. Also gute Einheiten. Unser General wird angegriffen. So, zum Glück habe ich noch Kavallerie. Glück habe ich hier noch Kavallerie. So, dann gehen wir schön durch das Öl. Okay, da, also das Öl haben die auch extrem abgeschwächt. Holy moly. Das haben die ja extrem abgeschwächt. Nur einen Elefant habe ich schon verloren. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt los da hinten hin. Die passen auch. Ich
finde es lustig, dass man das, das Tor trotz Regen anzünden kann. Bisschen blöd, aber. Gut. Ja. Das ist echt widerlich. Also es ist halt wirklich widerlich, dass das wirklich dass es wirklich so war. Also denn das so kochendes Öl und so weiter. Das ist echt so. Ich hol die mal, ne? Das finde ich ja ein bisschen dumm, dass Kavallerie nicht erobern kann. Also irgendwo verstehe ich's. Also kann die so schnell so alles einnehmen. Wir haben die Tore eingenommen. Aber zumindest also so Türme oder die Tore einzunehmen, das wäre, finde ich, vollkommen in Ordnung. Vor. Und dann Lütke. Ja, ne? Das ist ganz, ganz praktisch, dass er wirklich fast eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Dass er fast nur Kavallerie hatte. Das ist natürlich sehr praktisch für mich. Okay, ich glaube, bei Regen ist es wirklich sehr viel geringer, was der Feuerschaden dann macht. Also so langsam. Ja, nee, das ist safe, der Regen. Wusste ich tatsächlich auch nicht. Und ich spiele das schon ewig. Aber schau mal, wie es hier runter rauscht. Also, ja, der Effekt ist ein bisschen zu heavy. Okay. Aber lucky me, dass er das nicht geschnallt hat. Weil hier die zwei Türme, die zwei Tore sind ja offen. Hoffentlich
bekommt er das nicht auf. Aber ich glaube, er bekommt es auf. Weil dann wäre das nämlich auch zu... Ah ne, der bekommt es auf. Unsere Tore sind komplett zerstört! Ja nun. Der feindliche General ist tot. Was für ein spannendes Gefecht. Eieiei. Eieiei. Wenn jetzt der da noch ein... Ach komm, ernsthaft. Ja. Das ist extrem clever, was der gerade macht. Weil ich glaube, mich daran zu erinnern, dass wenn die Belagerung... Ach, jetzt kommt noch der Athen oder was. Wenn die... Oops. Ja, nun. Das werden wir dann. Ja, okay, wir haben ein paar Bogenschützen, das ist ganz gut. Einen Elefanten haben wir. Gut. Eieiei. Okay, er kommt von hier. Ist natürlich clever von ihm. Die Frage ist ja, wo die Verstärkung kommt. Wow. Ja. So, ich plopp das einfach so voll, wie es geht. Okay. Na dann. Schauen wir mal. Wüstenherr-Banner, Adelsschwertkämpfer. Es nähert sich an die andere Seite. Aber der muss außen rum gehen. Okay. Ja, aber was macht der? Der will jetzt echtes... Was? Warum? Hä? Der hatte Leitern. Ich verstehe es echt nicht. Aber hier geht's viel schneller.
denn los? Richtig merkwürdig. Also wenn der jetzt auch außen rum geht und hier hin, dann ist es definitiv ein Bug. Aber ja, soll mir recht sein. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das ist schlecht. Ja, der will hier rein, oder? Nee, doch nicht. Okay, gut. Oder? Du wuselt da noch so komisch rum. Ja. Eure Befehle, mein Herr! Kappeln Sie Geschwindigkeit! Lernen es passieren! Schnell vorrücken! So, an euch wird jetzt alles liegen, ne? Macht wieder so eine geniale... Unsere Tore sind komplett zerstört. Eine geniale Arbeit. Okay, die hole ich jetzt auch her. Einfach wieder... Die Frage ist, ob er hier auch... Öl gibt. Ja. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das hatte ich ja... öfters machen. Also quasi die Pikniereinheit ins Tor reinstellen. Und das Problem sind die Fernkämpfer hier. Wieder. Ja. Männer wanken. Eure Befehle, mein Herr. Rückzug. Die dürfen halt nicht weiter raus. Unser General wird angegriffen. Macht sie zu Staub. Wieso bist du stehen geblieben? Bist du dumm? Schwere Bogenschützen! Elefanten! Jetzt könnte ich raus, ne? Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Ja, natürlich geht er. Genau. Das ist logisch. Naja. Aber ja, das gewähne ich auf jeden Fall. Ich könnte mit denen auch außenrum. Ja, jetzt. Jetzt mach den noch platt. Ja, ist gut.
Ist gut. Ich reite mit denen außen rum. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Elefanten! Geschosskavallerie zu euren Diensten! Lass angreifen! Elefanten! Nun, ne? Der hat's aber ja, natürlich kommt er zurück. Der hat's aber echt gut gemacht. Also kann man nicht sagen. Also klar, das war richtig bescheuert. Das ist ein schändlicher Anblick. Das war richtig bescheuert, dass er eben durch das Tor gegangen ist. Aber das war clever. Dass er eine unserer Einheiten die Fernkörper so gut benutzt hat. Das sind nur Steinschlünder, aber jetzt macht sie mal fertig hier. Ist halt so. Ich mach mal da Flammi rein. Bei meinem General. Sieht es ja nicht. Noch nicht. Jetzt mache ich mal einen Charge. Macht zwar nicht viel Damage, oder eigentlich gar keinen, aber es untergräbt die Moral. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Weil die von hinten angegriffen werden. Na, jetzt habe ich ein paar verloren. Boni, ihr holt euch jetzt die da. Ich auch immer so nervig, wenn man angreifen will und dann gehen die Soldaten komplett woanders hin. Es war bei den beim anderen Gefecht zum Beispiel auch, dass der feindliche General war auf der Mauer, ist halb runtergegangen, hat schon den Turm eingenommen und ich war da mit meinen Elefanten und ich könnte den nicht angreifen, weil der ja, also der Hauptteil war auf der Mauer quasi. So nervig. Naja, egal. Hauptsache, ich hab gewonnen. Das ist die Hauptsache.
ne? Hast du dich überschätzt, ne? Warte, ich habe getötet 1000 Leute. Ich habe 1000 getötet und der hat 3000 verloren. Also, ja. Niemals heißes Öl. Ja. Verballen. Alter, wieso kommt der jetzt mit 3 Fullstack-Armeen hier unten? Und wer ist das denn? Den kenne ich gar nicht. Ja, war klar, dass der jetzt komplett wieder weggeht. Okay, Verteidiger Palmyras. Ehrlich, der bekommt jetzt auch einen Elefant, weil der war so dämlich da oben. Und ich habe da oben ja, ist gut. Da oben habe ich jetzt ja einen General verloren. So. Gut. Ich muss jetzt aber wirklich da hoch. Also, so, wirklich, wirklich. Okay. Wenn er nächste Runde angreift, dann kann ich natürlich nichts machen. Aber nächste Runde erobere ich dann zurück. Du rekrutierst jetzt mal. Ich habe 6000. Ui. Ui. Tyros. Ist relativ safe. Jerusalem. Schon wieder eine halbe Stunde. Entschuldigung. Gut, dann ja. Jetzt sieht es halt wieder so aus, ne? Also ein bisschen anders. Und hier sind gerade 3 Armeen weggegangen. Also ja, okay, die da sehe ich noch und die da sehe ich noch. Genau, auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Nächste Runde werden wir hier mal ausstellen. Also jetzt kommt Galatien wieder und Athen wieder. Nerv, nerv, nerv. Es ist Sachs. So. Wir sind ein bisschen vergiftet hier. Gut, dann bis nächstes Mal. Bye.